Begrüße das Gemüse. Willkommen zu FIFA 20 Karriere mit dem TSV Appenzell. Und es geht gegen Montpellier in der Runde der letzten 32 im 16. Finale der Europa League. Hartberg auswärts beim französischen Erstligisten Montpellier. Es wird kein einfaches Spiel. Die sehen ziemlich schnell und fit aus. Aber wir haben ja schon gegen AS Rom, Celtic und Saul Paloxalo. Nein! Sprachen lernen mit Bubble. Leicht gemacht. Pauk Saloniki haben die Hinrunde, die Gruppenphase ohne Niederlage überstanden. Oh. Und ja, natürlich sofort Freistoß und gelbe Karte für Jürgen Heil. Freistoß und du da. Ja. War jetzt nicht so. Christian Klemm. Schöner Pass auf Tadic. Tadic macht den, er macht den. 1:0. Das war Abberg. Klasse dieser Mann. Dario Tadic. Wahnsinn. Eins zu null, das Abwerk, das Auswärtstor ist schon mal gemacht. Ja, viele werden sich fragen, hey, das ist doch das Heimstadion von des Abwerk. Naja, Montpellier hat wohl wahrscheinlich in FIFA 20 auch dieses Stadion. Da leider zu wenig, oh, zu wenig Stadien gibt, die kein, nicht ihr Stadion zur Verfügung haben. Jetzt da Tadic, oh, was ich, pass auf Jürgen Heil, Jürgen Heil macht das, 2:0. Starke Partie. Gut gespielt. 2:0. Drittes Tor in der Europa League für Jürgen Heil. Unglaublich. So, Tadic. Tadic. Na, Pascal geht nicht durch.
Kaiser, Svete. Ah, Pass kommt bitte nicht an. Und weg ist er. Nein. Ah, Raikereb. Auf. Tadej. Und 11 Meter für Desartberg. Chiquilla. Ja. Ja. 11 Meter, aber keine Karte. So. Und Tor, 3:0, Dario Tadic. Wahnsinn. Die fahren hier ein Programm, die hören, nicht die hören da, die machen da weiter, wo sie in der Gruppenphase aufgehört haben. Nämlich mit dem Tore schießen. 3:0 mittlerweile. Starkes Spiel. Komm. Da. Was? Wo ist doch Gerwig Kortner? Hey, komm, Haverer. Das ist ja kein Gerwig, das war. Ne, geh, komm. Das war. Wann denn? Ach, komm. Unglaublich, dieser Schiedsrichter, unglaublich. Ja, kein Ding fürs Wetter. So, Kanzola. Dieser Pass. Kanzola kann nicht schießen. Aber passen glaube ich auch nicht. Boah, gut gespielt. Guter Pass. Ah, ja. Da hat er zu lange gezögert. Den Heil. Na. Gut abgefangen, Raswalder. Jodel Dussou am Ball. Ah, Tadic verschläft das wieder. Wieder Montpellier am Ball. Ah. Aiwu, gut verteidigt. So, komm. Ball auf. Ah, das hat der Verteidiger gesehen. Geht er schnell inzwischen. Da. So. Und, ja, da. Völlig still. Vor der Pause 1:3. Ja. Sehr gut gespielt. Callum Wilson.
Noch eine Chance für den Tesla Abberg. 4:1. Vor der Pause mit dem letzten Angriff. Auf einmal geht es wieder. Doppelpark Jürgen Heil. Viertes Tor Europa League. So, jetzt wieder wohl zur Hälfte. Jawohl. Ja, pfeift zur Halbzeit. 4:1. Grandiose Führung. Können wir nochmal 4 Tore nachlegen oder wird das jetzt ein etwas ruhiges Spiel? Und wir sehen, oh, Guido Burgstaller spielt bei Montpellier. Nicht viel los. Unser Gruppengegner als Rom 1:0. Dann haben wir alles. Liverpool führt. Ja, starker Gegner. Leipzig ist noch dabei. Kein österreichischer Verein sonst mehr. Ein deutscher Verein. Gladbach. FSC 2, 3 Leipzig, 3 deutsche Vereine. 4 Hoffenheim ist auch dabei. Na, das wird spannend. Machbare Gegner. Machbare Gegner. So, jetzt etwas ruhiger spielen. So, Reikereb. Na. Na, Löpfer. So, Christian Kem. So, pass auf. Aikare, 5:1. Wahnsinn. Was für ein Spiel. Unglaublich, diese TSV Hartberg-Mannschaft. Wahnsinn, Reikereb. Kühn mit seinem ersten Torschuss macht hier das Tor. Sehr, sehr gute Ausgangslage. Also wenn wir da das Rückspiel, dann muss schon viel passieren. Muss jetzt auch noch viel passieren. Dann müssen die jetzt noch mal 3 Tore schießen. Oder 2. Dass es nicht ganz so schlimm für sie aussieht. Aber verschreien wir es nicht. Ah. Aber sie bleiben. Dran bleiben sie. Aber jetzt da, kommt da. Kommt Tadic, schnapp in der. Da ist der Tadic eben um die Spur zu langsam. Da fehlt halt eben ein zweiter schneller Stürmer. Den wir eben nicht haben. Was ist denn? So, Doppeltorschütze Jürgen Heil aus dem Spiel. Wen kommt jetzt? Peter Czernik. Hat jetzt auch letztens gute Partie abgeliefert. Zweite hat ihn. Pass auf Tadic! Da ist es, 6:1. Wahnsinn!
Ich glaub's nicht. Unglaublich. Czernek mit der Vorvorlage. Mit der Vorlage vor der Vorlage. Und Tadic mit dem Hattrick. Ja, TSA Hartberg liebt das Tore schießen. Man sieht es. Sie lieben es. Jetzt immer so viele Tore in jedem Spiel. Das ist einfach unglaublich. Lassen auch sehr wenige Tore zu. Ja, das hat der Wu sehr gut gemacht. So, noch einmal so auf Reikrep, aber der steht am falschen Ort. Na. Ah. Nein, kein Elfmeter. Consola. Pass auf. Ja. Grenzwertig. Ich glaube, da hat er sicher mit der Hand gespielt. Weiter weg, zurück für Raswalder. So, Huber muss aufpassen. Am Huber. Da stimmt davor. Ah, da schläft Tadic wieder. Ja, der mag nicht mehr. Der ist K.O. Wow, gut gemacht von Raswalder. Kröpfer am Ball. Ist doch Kröpfer. Tadic. Verteidiger noch weggeschlagen. So, Wechsel. Burgstall aus dem Spiel. Wien kommt. Ah, Jocke. Oder Ajoke. Hätte er noch was? Ja, fast. Reikerep mit seinem zweiten Treffer. Aber nur fast. So, Reiker. Nein. Hat er geschlafen wieder? Ah, Christian Kem. Köpfer. Ah, da ist auch Depp wieder zu langsam. Oh, Czernek. Und das war's. Wir deklassieren Montpellier mit 6:1 auswärts. 6 Auswärtstore. Das heißt, Montpellier muss 5 schießen. Aber darf natürlich keins bekommen. Sonst wird es eins mehr. Oder zwei. Wahnsinn, was für ein Ding. Wir schauen uns die Tore noch einmal an. Hier das 1:0 guckt herausgespielt. Na, haben wir schon gesehen. Dann das 2:0 durch Jürgen Heil.
Dann das 13:0 Elfmeter. Schön verwandelt. Dann vor der Pause das 3:1, der Anschlusstreffer. War schön herausgespielt. Aber noch einmal vor der Pause, das Hartberg. Das war, glaube ich, ausschlaggebend. 4:1. Dann nach der Pause geht es munter weiter. 53. Minute, Rajkarev mit dem 5:1. Und zu guter Letzt noch einmal Dario Tadic mit dem 6:1. Ja, keine Chance für Montpellier. Haben das super gemacht. TSV Hartberg kann man, glaube ich, einfach nur loben. So wie die jetzt drauf sind, so wie die jetzt spielen, traue ich denen alles zu. Salzburg zweimal besiegt in der Meisterschaft. Voilà, avant de regagner le vestiaire, je suis avec l'entraîneur qui a accepté de répondre à nos questions. Aiwu war heute wieder top. Tadic war wieder überragend. Team. Ja, wäre schon noch eine Schippe draufgegangen. Aber nichtsdestotrotz, ein wichtiger Sieg, 6 wichtige Auswärtstore. 6 wichtige Auswärtstore. Ja, wir sehen es hier, ein Spiel ist noch offen gegen Linz. Wir sind nur 3 Punkte hinter Salzburg, haben aber auf Rapid 6 Punkte gut gemacht. Wenn wir gegen Linz jetzt gewinnen, das letzte Spiel vor der Teilung, dann sieht es sehr gut aus für die das Meister-Playoff. Ja, das war's eben mal von dieser Folge. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo nicht vergessen für mehr Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Bussi aus Bauchi, euer Lizinator.